Mich begeistert es, wissenschaftliche Entdeckungen zu machen und diese als Therapien umzusetzen. Mein Name ist Lawrence Studer. Ich bin Stammzellforscher und Direktor des Zentrum für Stammzellbiologie am Sloan Kettering Institute in New York. Wir arbeiten zurzeit mit menschlichen Stammzellen und nutzen ihre Fähigkeit, um aus ihnen spezialisierte Körperzellen zu gewinnen. Dopaminerge Nervenzellen sind ein sehr spezieller Zelltyp im Gehirn. Sie steuern die Einleitung von Bewegung und sie bestimmen die Präzision einer Bewegung. Wenn dopaminerge Zellen verschwinden oder absterben, führt dieses zu den Symptomen, die bei Patienten mit Parkinson auftreten. Unser Traum ist es, dass wir diese spezifischen Zelltypen in einer Petrischale herstellen, sie in großer Anzahl vermehren und sie dann implantieren können. Zuerst versuchen wir dies im Tiermodell, aber letztendlich möchten wir es in Patienten mit Parkinson erreichen. Eine zentrale Herausforderung für die Entwicklung von Zelltherapien war, dass wir keine guten Quellen hatten. Woher bekommen wir nun also Zellen? Es müssen menschliche Zellen aus einer menschlichen Quelle sein. Andererseits wollen wir eine Zelle haben, die so nah wie möglich mit der Zelle verwandt ist, die aufgrund der Krankheit verloren geht. Pluripotente Stammzellen sind hier hervorragend geeignete Zelltypen. Tatsächlich sind pluripotente Stammzellen fähig, sich in jeden Zelltyp des Körpers zu entwickeln. Also müssen pluripotente Stammzellen, wenn sie induziert werden, eine Entscheidung über ihre Entwicklung treffen. Werden sie eine Muskelzelle oder eine Nervenzelle? Im Grunde genommen versuchen wir im Labor zu bestimmen, wofür die Stammzellen sich bei der Entwicklung entscheiden sollen. In diesem Zusammenhang haben wir kürzlich eine Methode entwickelt, Zellen altern zu lassen. Der Alterungs- oder Reifungsprozess ist besonders wichtig, um in der Petrischale eine Krankheit modellieren zu können, die erst spät im Leben eintritt. Es dauert 9 Monate, bis aus einem befruchteten Ei ein Baby entsteht. Die Entwicklung bis zu der tatsächlichen Erkrankung an beispielsweise Parkinson würde noch weitere 40 bis 50 Jahre dauern. So lange können wir im Labor natürlich nicht warten. Daher mussten wir einen Weg finden, um diesen Prozess zu beschleunigen. Es gibt seltene Erkrankungen, bei denen Kinder vorzeitig altern. Wir haben das verantwortliche Gen bestimmt und setzen es nun in unseren Zellen ein. Zumindest für kurze Zeit, um quasi im Zeitraffer den Alterungsprozess ablaufen zu lassen. Dies erlaubt es uns nicht nur, dopaminerge Neuronen herzustellen, sondern auch eines bestimmten Alters oder Reifegrads. Und dieses Alter ist relevant für die Entdeckung von neuen Therapien. Man möchte ja die Reaktion der dopaminergen Zellen auf bestimmte Wirkstoffe im Alter untersuchen, wenn die Erkrankung vorhanden ist und nicht an fötalen Zellen. Es gibt jede Menge Bereiche, in denen wir unseren Ansatz zur Erforschung von Parkinson auch auf andere Krankheiten anwenden können. Ich denke, dass diese Auszeichnung mit dem MacArthur-Preis nicht nur mich, sondern das ganze Feld motiviert, die hohe Bedeutung dieser Technologie zu zeigen und neue Therapien so schnell wie möglich zu entwickeln.